Nächste Etappe steht an, wieder selbes Szenario wie die letzten Tage. Geschke in der Ausreißergruppe, diesmal Jon Isagirre an seiner Seite. Wir kommen zur ersten Sprintwertung, die wollen wir uns holen. Direkt danach geht es in den Berg der ersten Kategorie, der es in sich hat. Gute Gruppe heute wieder, Ciccone, De Gent, die üblichen Verdächtigen, Marc Soler heute mal mit dabei. Jetzt kommen natürlich immer mehr Gesamtklassementsfahrer auch mit dazu oder eben Helfer, die auch mal vorgeschickt werden. So, Isagirre ist ja schön, aber muss mich schon auch irgendwie vorbeilassen. So, Michael Matthews haben wir da, der natürlich auch stark ist. Der zieht das da jetzt durch. Wir gehen nochmal in den Windschatten, versuchen auf den letzten Metern vorbeizukommen. Schaffen wir auch recht einfach. Geschke holt sich den Zwischensprint und jetzt geht es, wie gesagt, direkt in den Berg der ersten Kategorie. Da holen wir uns wieder Isagirre an die Seite. Wir versuchen uns ein bisschen zu schonen, über die Kuppe rüber natürlich die Punkte zu holen. Ganz klar, der Col de la Morte klingt jetzt schon mal nicht ganz so spaßig. Da sehen wir 14,8 Kilometer, 6,8%. Oben wird es flacher, interessant. Gut zu wissen auf jeden Fall. Und das grüne Trikot, wir fahren zwar auf Bergtrikot, wir haben es auch die ganze Zeit, aber ich habe einfach noch nicht einmal Geschke im Bergtrikot gehabt, weil wir einfach die Zwischensprints dauernd gewinnen. Und wir werden es auch nach dieser Etappe nicht verlieren. Hier den Vorsprung noch ein bisschen ausbauen, je nachdem, wie die Gruppe hier durchkommt. 25 Fahrer sind hier drin. Relativ groß, da sehen wir es. Isagirre müsste da jetzt gerade vorne erscheinen. Kommt da wie gerufen. Brandon McNulty, der uns bestimmt wieder oben wegdrücken wird. Aber cool, also De La Cruz hier mit dabei. Jumbo Visma schickt Thijs Benoot als kleine Relaisstation vorne mit rein. Ivan Sosa mit dabei. Ben Hermans. Coole Gruppe. Kroon ist auch wieder mit am Start. Je häufiger sich die Fahrer doppeln, desto schlimmer ist es natürlich Richtung Bergtrikot. Ich glaube, Thibaut Pinot. Da hinten ist ein Groupama-Fahrer. Wo haben wir Groupama, Groupama, Groupama? Sehe ich jetzt gerade hier niemanden in der Auflistung. Ist auch wurscht. Ich glaube, es ist nicht Thibaut Pinot, der da jetzt am Ende auch hängt. Bilbao und Bouchard sind hinten abgehängt. 42 Sekunden Abstand. Das holen die auch nicht mehr. Tempo ist hier jetzt unten in dem Berg schon relativ hoch. Auch Lennart Kemner mit dabei. Wäre ja auch der zweite Kandidat gewesen Richtung Bergtrikot. Interessant, wann kommt die Verpflegung? Die dauert noch ein bisschen. Wenn wir allerdings merken sollten, dass wir es oben nicht über die Kuppe schaffen, dann werden wir natürlich das blaue Gel jetzt schon nehmen. Weil jetzt zählt es einfach. Wenn man jetzt dran bleibt, dann kann man auch an den nächsten Bergen noch punkten. Und so ein Berg der zweiten Kategorie bringt ja auch noch was. Und gut, Berge der dritten Kategorie, 2 Punkte jeweils. Das wäre jetzt nicht so, so wichtig. Aber es ist noch ein ganz schönes Stück bis oben hin. Tempo ist hoch. Isagirre spart uns ein paar Körner. So, ich weiß nicht, wie ich die Folgen geschnitten habe, je nachdem, wie viel Zeit ich jetzt am Wochenende auch hatte. Da bitte ich also um Rücksicht, versuche auch F1-Manager weiterzumachen. Die anderen Let's Plays liegen so ein bisschen auf Eis, Father's Frontier und auch Pro Cycling Manager leider. Ich weiß, dass es da durchaus auch viele Fans gibt, aber momentan habe ich mich irgendwie hier auch so ein bisschen festgesuchtet. So, wir müssen auf jeden Fall blaues Gel jetzt schon nehmen. Anders wird das nichts, das sieht man jetzt schon. Wir sind nicht mal bei der 5-Kilometer-Marke und trotzdem killt uns das Tempo jetzt schon ziemlich. Okay, ich habe gerade überlegt, wo kommen diese Geräusche her, aber Nero liegt einfach direkt neben mir und träumt gerade ganz wild. Sobald ich hier aufnehme, legt er sich hin und schläft. Das ist ungefähr dieselbe Wirkung, wie meine Videos auf euch haben. Hui, also jetzt sehen wir schon mal, was passiert, wenn so eine Bergetappe eskaliert. Dann wird nämlich so ein Tempo hier reingefahren. Ben O'Connor mit dabei. Alles Spitzenbergfahrer, momentan in den Top 10 bei der Vuelta. Tymon Arendsman. Da sind jetzt einige schon ziemlich durch. So, jetzt bitte nicht wegblocken, bitte nicht wegblocken. Dankeschön. Bleiben hier mal hinten an der Gruppe dran. Sobald ihr die 5-Kilometer-Marke seht, bitte rufen. Ich freue mich. Wiedersehen macht Freude. Ist das da vorne die 5-Kilometer-Marke? Ich habe irgendwas gesehen. Nee, war nur die amerikanische Fahne. Schade. Sah sich aber ähnlich. So, blaues Gel komplett genommen.
Sagire drängt uns kurz weg. Tempo bleibt hoch. Bora macht vorne ordentlich Tempo. Geschke halt nur mit dem 72er Bergwert. Ist ein bisschen wenig. Aber ich habe es jetzt auch mit Absicht nicht erhöht. Weil ich glaube, dadurch gewinnen wir auch nochmal mehr an Spannung, weil wir unsere Punkte dann halt auch woanders in der Tour de France holen müssen. Haben wir ja auf den ersten Etappen gezeigt. Auch diese Übergangsetappen sind ja eigentlich unsers. So, jetzt müsste aber die 5-Kilometer-Marke doch langsamer kommen, Leute. Ich glaube, da vorne sehe ich sie. Wehe, das war sie nicht. So, Michael Matthews ist raus als nächster Fahrer. Das war klar, ist ein bisschen zu steil für ihn. Sonst, da hinten der Groupama-Fahrer ist durch. 8 Minuten 30 der Vorsprung. Also wir müssen hier mit der Spitze rüberkommen über diesen Berg. Dann haben wir sogar Chancen, hinten raus vielleicht was zu machen. Mit Isagire dann wahrscheinlich eher. So, jetzt nochmal Tempoverschärfung. Hinter uns eine kleine Lücke. Die Gruppe wird immer kleiner. Lennart Kemner ist noch drin. Arensmann ist abgehängt, das ist überraschend, aber ist hier im Game vielleicht auch noch ein bisschen unterbewertet. Bilbao ist raus, auch das ist wirklich überraschend. Ich glaube, dass der dem Spiel durchaus bekannt war. Schachmann, da jetzt viel gearbeitet. Isagire bleibt natürlich dabei. De la Cruz, David de la Cruz. Und jetzt wird es langsam kriminell, aber das Tempo ist auch ein bisschen weniger geworden. Und zum Glück wird es oben flacher. Kommen wir jetzt bald in den Bereich. Es macht so Spaß. Jeder Berg ist der letzte Berg. Ist wirklich so. Jede kleine Kuppe nehmen wir mit, als wäre es ein Etappensieg. So, Tempo wird nochmal höher. Vorne, ich glaube, Maika ist das wieder, oder? Der da Tempo für Soler macht. 15 Fahrer hier noch drin. Schon noch relativ viele, die da jetzt gleich um die Punkte sprinten. Und so viel Sprint ist da für Geschke auch nicht mehr drin. So, De La Cruz, Entschuldigung. Ich lasse dir wieder ein bisschen Platz innen. 12 Fahrer noch. Und jetzt wird es oben besser. So, läuft auf jeden Fall erstmal ordentlich. Jetzt müssen wir oben natürlich aber auch punkten. 1,4 Kilometer, ich fahre schon mal ein Stück nach vorne. Hier wird natürlich gleich ordentlich gesprintet werden. Boah, Isagire ist ziemlich durch, dem habe ich das blaue Gel auch noch gar nicht gegeben. Warum habe ich das nicht gemacht? So, nochmal schnell ein bisschen was anfahren lassen. Isagire darf auch mitsprinten. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ja. Aber mit allerletzter Rille und Isagire holt sich auch noch 6 Punkte. Nice. Wir holen uns die 10 Punkte. Super wichtig im Kampf gegen eine Top-Berg-Konkurrenz. Haben wir das sehr, sehr gut getimed. Sind jetzt aus Versehen ausgerissen. Macht ja nichts. Und die nächsten Berge kommen. Etappensieg könnte kommen. 11 Minuten Vorsprung auf die Gruppe hinten. Auf das Peloton. Peloton, jetzt sage ich auch schon Peloton, wie Jens Vogt. Also läuft richtig gut. Jetzt müssen wir nur weiterhin natürlich auch schön kraftsparend durchkommen und möglichst die Bergwertungen gewinnen. So, sorry. Schwierig zu sprechen, wenn man hier gerade so eine blöde Abfahrt runterbolzt. So, haben wir auch nochmal Gemut. Und dann sehen wir uns gleich mit weiterem Mut. Hoffentlich am Berg der dritten Kategorie genauso erfolgreich. So, der nächste Berg der dritten Kategorie kommt. 10 Fahrer sind es hier in der Gruppe. Momentan will keiner so richtig Tempo machen. Dahinter die Gruppe mit Benoit, Molar war das von Groupama, Thomas de Gent abgehängt, Naassen, Bilbao, Matthews, Bouchard, Cosnefroy. Also durchaus interessante Fahrer, die da hier nicht mehr mithalten konnten mit Simon Geschke. Deswegen war es so wichtig, dass wir auch das blaue Gel nehmen, damit wir darüber kommen. Und dann ja sogar noch den Berg gewonnen haben. Also 10 Punkte nochmal gut gemacht auf Thibaut Pinot, der wahrscheinlich gar nicht auf Bergtrikot geht oder sich andere Etappen aussucht. Aber heute gibt es schon ordentlich Punkte. Müssten 19 sein, die da bis zum Ohrkategorieberg zu vergeben sind.
Und da der Abstand zum Hauptfeld mit fast 13 Minuten enorm hoch ist, werden wir wahrscheinlich auch hier aus der Gruppe raus noch ein paar Bergpunkte am Ork-Kategorie-Berg sammeln können. Ob es mit dem Etappensieg was wird, das wage ich zu bezweifeln. Aber wir schicken Jon Isagirre diesmal alleine auf Etappenjagd. Geschke wird es nicht schaffen. So, da ist auch schon der letzte Kilometer erreicht. Wir ballern mal durch. Wie sieht's oben aus? Oben wird es erst steil. Ja, das wird schwer mit der Kurve. Aber ist okay. Jetzt nehmen die hier hinten ein bisschen raus. Bleiben auch erst nochmal ein bisschen auf Standgas. So, nochmal schauen, nochmal schauen. Jetzt wird's schwer. Ciccone kommt. Jetzt sind alle durch. Und wir holen uns die zwei Punkte. Nice. Schachmann auf der 2. Gleich wieder in die Aero. Wir haben Isagirre mit dabei. Okay. Und hier kann man jetzt übrigens nicht in den Teamfunk gehen, wie man das früher konnte. Also da wurde auf jeden Fall was dagegen gemacht. Man sieht ja immer dieses rote Schloss da unten. Da kann man jetzt nicht einfach Vollspeed reinballern und dann im letzten Moment den Teamfunk rufen. Ich meine, habe ich nie mitgespielt. Logischerweise macht ja auch keinen Sinn, wenn man hier realistische Videos haben will und dann so einen Quatsch macht. Also ich glaube, man hat in meinem Video auch nie gesehen, dass ich in der Abfahrt auf einmal 1,5 Minuten gut gemacht habe. Aber es geht ja, wie gesagt, inzwischen auch anscheinend nicht mehr. So, also 12 Minuten der Vorsprung nach hinten. Tempo ist ein bisschen höher geworden im Hauptfeld. Jetzt geht es gleich nochmal in eine knackige Abfahrt rein. Berg der 3. Kategorie, 2. Kategorie, Verpflegungszone. Und ich denke mal, der Etappensieg, der geht auch nur über diese Gruppe. Der nächste Berg ist da. Die Côte des Jevaux. Schauen wir mal drauf. Wir können ein bisschen früher auch hier nach vorne fahren. Die Konkurrenz vielleicht schon mal unter Druck setzen, weil wir kommen gleich zur Verpflegungszone. Ich weiß nicht, ob die Konkurrenz das immer so auf dem Zettel hat. Jetzt nehmen wir mal das rote Gel. Da vorne ist der letzte Kilometer. Isagirre macht das stark. Der bringt uns da in eine super Position. Konkurrenz wird jetzt gleich losgehen. Hier nach der Kurve, wo wir uns aber wahrscheinlich eh dann jetzt schon so weit abgesetzt haben, dass das alles passen wird. Schauen wir mal. Ja, sieht eigentlich gut aus. Gehen wir jetzt nochmal ein bisschen los, aber das sollte passen. Läuft. Machen wir nochmal ein bisschen Aerodynamik mehr oder weniger. Holen uns die zwei Punkte, warten hier vorne und schauen, dass Isagirre uns wieder schützt. Isagirre vor allem auch mal das blaue Gel endlich nimmt. Verpflegungszone, wie gesagt, dauert nicht mehr lange, kommt nach der Abfahrt. Aber das sollte er jetzt auf jeden Fall mal machen. Da wird nochmal gefunkt. Geschke möchte beschützt werden. Isagirre sagt, okay, cool, mache ich. Gar kein Problem. Ich ordne mich hier unter. So wie das bei der Tour de France ja tatsächlich auch gelaufen ist. Dass sich die anderen Cofidis-Fahrer für Geschke da richtig reingehauen haben, um das Bergtrikot zu holen. Wäre ein Riesenerfolg für Cofidis gewesen. Und für Jonas Vingegaard war es natürlich so, hupsi, nebenbei habe ich aus Versehen das Bergtrikot geholt. Wobei Isagirre jetzt gerade nicht den Eindruck gemacht hat, als würde er es Geschke so sehr gönnen. Nun gut, also, wir schauen wieder mal aufs Profil. Berg der 2. Kategorie kommt als nächstes, wird interessant. Vorsprung bleibt bei 11 Minuten. Wird, denke ich mal, auch, wie gesagt, mit dieser Gruppe klappen für den Etappensieg. 2 Kilometer noch bis zum Gipfel. Berg der 2. Kategorie, da oben jetzt gleich ein bisschen flacher wird. Ben O'Connor hat sich vorne abgesetzt, wird sich wahrscheinlich die Punkte auch holen. Da investieren wir jetzt auch nicht alles, was wir haben. Nur wegen den 2 Punkten mehr oder weniger. Also müssen ja auch ein bisschen langfristig denken. Vorsprung auf 9 Minuten gesunken. Marc Soler, der uns da gerade ein bisschen weggeschoben hat. Das Hauptfeld macht jetzt doch nochmal ein bisschen ernst. 94 Fahrer sind da noch vertreten. Jetzt schauen wir mal, wann hier die Attacken kommen. De La Cruz. Jay Wein. Okay, let's go, Geschke. Jawohl, also wenigstens die 3 Punkte holen wir uns. Immer schön an die Konkurrenz angepasst. Wir ziehen nur durch, wenn die auch durchziehen. Also, das hat ganz gut funktioniert. Ben O'Connor vorne holt sich die 5 Punkte. Ich hoffe mal, dass er nicht auf Bergtrikot irgendwann geht. Würde ja irgendwie Sinn machen bei Ben O'Connor, wenn der Rückstand eben auch schon groß genug ist. Wir werfen wieder den Blick aufs Profil. Der nächste Berg ist der Ork-Kategorie-Berg. Das wird dann wahrscheinlich unser letzter Berg sein hier vorne an der Spitze. Da gibt es bestimmt stärkere Fahrer als uns, aber
Wie gesagt, wir versuchen auch mit Isagirre da ein bisschen was zu machen. Geschke auch so viele Punkte zu ergaunern, wie es irgendwie geht und vor dem Hauptfeld vor allem darüber zu fahren. Das wäre ganz, ganz wichtig. Wir gehen rein in den Schlussanstieg nach Alpe d'Huez. Natürlich, wie gesagt, eine alternative Version hoch nach Alpe d'Huez. 13 Fahrer sind hier noch drin. Vorsprung 6 Minuten auf das Hauptfeld. Es wird schwierig werden, vor der Gruppe zu bleiben. Aber heute ist der Anstieg nicht ganz so schwer. Deswegen könnte das schon irgendwie klappen. Wir schauen mal ganz kurz. Lafay ist da schon abgehängt. Jesús Herrada und Guillaume Martin bekommen mal die blauen Gele. Und dann sagen wir Herrada auch mal, dass er sich mal um Fignon kümmern soll, damit wir im Finale vielleicht nochmal eingreifen können. Also 6 Minuten der Vorsprung. Wir gehen heute jetzt doch wieder auf Geschke. Hab mich jetzt für den Deutschen entschieden, gegen den Spanier. Einfach mal ein bisschen die deutsche Brille auf in dem Fall. Mir sind dann die Bergpunkte doch wichtiger, als da jetzt vielleicht um den Etappensieg mitfahren zu können mit Isagirre. Und vielleicht klappt es ja auch mit Geschke, wenn wir uns die Energie gut einteilen. So, hier oben einer der vielen Seen. Das finde ich auch immer super schön. In den Anstiegen. Schön auch, dass es im Game so, Alter, ein bisschen integriert ist. Kurz mal richtig weggefackelt worden. So, Brent McNulty, das Tempo hier oben oder hier vorne jetzt noch gar nicht so hoch. 80%. Die Isagirre kommt wieder nach vorne. Spart uns ein paar Körner. Wir müssen nicht im Wind fahren. Ist am Berg natürlich nicht der große Faktor, aber es ist trotzdem nochmal nice to have. Und je kleiner diese Gruppe jetzt wird, umso besser für uns. So, da mag es wohl... Ach nein, doch jetzt nicht an der... Alter Schwede, er steht richtig, Geschke. Das war super unnötig. Ach, an der schlimmsten Stelle überhaupt werden wir kurz von Max Soler weggebolzt. Das hat richtig Energie gekostet. Na, ich warte mal, bis wir da gleich oben über die kleine Kuppe rüber sind. Konkurrenz sieht aber auch nicht mehr so fresh aus, um ganz ehrlich zu sein. Schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen Tempo aufnehmen. Können wir nämlich auch schnell rausnehmen und blaues Gel nehmen. Aber super unnötig. Ein bisschen was sparen wir uns noch. Wir holen uns Isagirre wieder an die Seite. Bald man da mal auf Attacke gestellt hat, fällt das ja ein bisschen raus. So, Schachi vorne fährt eigentlich aber nur für Kemner. Da müssen wir also die Lücke nicht unbedingt schließen. Marc Soler. Jetzt nicht mehr mein bester Freund für heute. So, Vorsprung 5 Minuten aufs Hauptfeld. Hier sehen immer noch alle relativ ordentlich aus. Nicht überragend, wie gesagt, aber okay. Ben O'Connor sicherlich mit der stärkste Fahrer. Brandon McNulty hier im Game noch nicht ganz so stark, wie er rein theoretisch ist. Einfach UAE mit wirklich starkem Personal hier vorne mit dabei. So, wir bleiben hier so ein bisschen windgeschützt hinter Isagirre und Schachmann. Nehmen den Rest blaues Gel. Jetzt kommt gleich nochmal ein flacheres Stück. Dann müssten auch bald schon die letzten 5 Kilometer des Berges losgehen. So, Jonny Sagire ist heute bockstark. Also ganz ehrlich, eigentlich müssen wir switchen. Eigentlich müssen wir switchen, um ganz ehrlich zu sein. Isagirre super gut drauf. Sobald hier Attacken kommen, würde ich mit Isagirre mitgehen. Wir ziehen jetzt Geschke so lange rüber, wie es geht. Und wenn Isagirre ohnehin in dieser Gruppe ist, es geht ja nach dem Ohr-Kategorie-Gipfel jetzt Col de Sarenne dann noch weiter. Dann geht es ja nochmal runter und dann Berg der zweiten Kategorie dann das Finale. So, McNulty erhöht wieder Tempo. Ist hier nochmal einer rausgeflogen? Eigentlich, nee, immer noch 13 Fahrer. Dafür ist das Tempo auch nicht hoch genug. Louis Meintjes wird jetzt gleich vom Hauptfeld geschluckt. Ein bisschen überraschend. Aber Meintjes hier im Game, glaube ich, auch noch unterschätzt. So, 4 Minuten 40. Jetzt geht es dann gleich in die letzten Steilstücke. Da wird dann nochmal ordentlich Tempo gemacht. Vorne sehen wir die 20-Kilometer-Marke, aber leider noch nicht die 5-Kilometer-Marke. 12-Fahrer McNulty ist raus. Wieder mehr Punkte für uns. Der ist jetzt richtig eingebrochen, hat viel für Marc Soler gearbeitet. Sieht man da hinten auch schon gar nicht mehr.
So, jetzt wird es aber wirklich eng, auch von der Energie her. Wir hätten hinten auch schon früher mal die blauen Gele verteilen müssen. Sorry, ich bin immer... Achso, habe ich schon. Hatte ich ja schon. Stimmt, Guillaume und so weiter hatten die schon. Fignon noch in der Gruppe mit dem gelben Trikot. Wird es allerdings nicht mehr lange halten können. Klingt auch falsch. So, 9 Fahrer noch. Die Gruppe Wein ist jetzt hinten abgehängt. Sehr, sehr gut. Ja. Sagiere. Ah, die 5-Kilometer-Marke. Die sehnt man immer herbei. Das ist wie damals, als ich den Marathon gelaufen bin und ich mich einfach nur noch von jedem Kilometerschild zum Kilometerschild gehangelt habe. Immer schon so geguckt habe. So, wo ist es? Wo ist es? Das war schon echt hart. Aber super Leistung auf jeden Fall von Geschke, dass er hier so lange mit Bergexperten mithalten kann. Natürlich auch dank Isagirre. Jetzt wird die Straße auch ein bisschen schmaler. 6 Fahrer hier noch drin. Und Isagirre könnte hier locker vorne mitfahren. Aber jetzt bleiben wir mal so. Weil Isagirre kostet es jetzt auch nicht deutlich mehr. Bin jetzt kein großer Freund der Steuerung. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, sogar ganz passend. So, sehr gut. Also Geschke macht es mega gut. 6 Fahrer sind hier noch am Ohr-Kategorie Berg. Und vor allem die Konkurrenz hier vorne hat noch nicht so viele Bergpunkte gesammelt. Kemner und O'Connor. Ein paar. So, Tempo wird wieder ein bisschen höher. Wir haben kein blaues Gel mehr. Wir werden es wahrscheinlich knapp nicht über die Kuppe schaffen. Wenn das Tempo jetzt so bleibt, dann werden wir oben abgehängt. So auf dem letzten Kilometer circa. Ich würde Geschke dann auch sich zurückfallen lassen und wir fahren dann mit Isagirre. O'Connor übernimmt nochmal. Okay, jetzt geht's vorne los. Okay. Jetzt ist die Zeit gekommen für Isagirre. Geschke versucht natürlich noch dran zu bleiben. Aber jetzt müssen wir mit Isagirre hinterher. Sonst wird das nichts. Mit dem Etappensieg. Geschke fährt sein Tempo. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Wir nehmen jetzt hier vorne mal raus. Vielleicht kommt Geschke ja nochmal ran. Hinten 3 Fahrer zusammen. Hängen wir uns mal an Ben O'Connor. Geschke da hinten in der Gruppe. Switchen wir nochmal. Kommen wir da nochmal ran. Tatsache. Da gibt es nochmal die Möglichkeit, aber wahrscheinlich wird gleich nochmal attackiert. Isagirre schützt uns nochmal. Bringt vielleicht ein paar Körner. So, sind alle ziemlich platt. Vom Gefühl her. Können da echt ein bisschen regenerieren. 6 Fahrer sind es hier. So, Entschuldigung. Das war keine Absicht. So, jetzt geht's los. Da können wir, glaube ich, nur nochmal mitfahren und oben nochmal hoffen, dass vielleicht ein bisschen was geht. Aber auch nur ein bisschen was. Okay, boah, Isagirre. Okay, das wird nichts mehr mit Geschke. Dann machen wir das mit Isagirre, damit die Konkurrenz weniger Punkte holt. Und Geschke, schauen wir gleich mal. Okay. Punkte für Isagirre. Geschke kommt. Ah, der ist gerade im Einbruch drin. Das ist natürlich schlecht. Also, selten gut, wenn eingebrochen wird. Okili dokili. Also, das ist jetzt schon 36 Sekunden Rückstand. Sieht jetzt gar nicht so viel aus da vorne. Müssen wir in die Aerodynamik gehen. Ein bisschen regenerieren. Gruppe Merckx. Wir werfen mal ganz kurz den Blick auf die Favoriten. Merckx und Armstrong sind unterwegs. Fausto Coppi. Dann wieder Ulle. Leicht abgehängt. Schachmann. Da sind wir ganz, ganz knapp überhaupt noch vor der Spitzengruppe rübergekommen. Gino Bartali hat heute einen schlechten Tag.
Der hat schon 2,5 Minuten Rückstand. Ey, die Merckx dort 1 Minute gut gemacht. So, jetzt gibt es hier nicht viele Möglichkeiten, um zu regenerieren. Aber hier vorne. Hä? Okay, nice. Warum fährt denn hier gar keiner mehr? Auch spannend. Keiner will hier den Etappensieg anscheinend. Jo, dann Geschke schützen. Interessant. Wie gesagt, interessant und dumm. Ey, die Merckx kommt hinten jetzt natürlich ein bisschen ran. Ein bisschen das Gute, nur noch 42 Sekunden. Ich habe immer nur oben auf das gelbe Trikot geachtet. Hier will irgendwie keiner mehr so richtig weg. Let's go. Geschke, lass mal los. 10 Kilometer sind es noch. Gibt gleich nochmal eine Abfahrt, in der man regenerieren kann. Geschke hängt hier hoffentlich mit drin. Ja, sieht gut aus. Aber dann hauen wir mal rein mit Isagirre und versuchen die Konkurrenz hier zu entnerven. Und wir müssen uns Eddy Merckx ein bisschen vom Hals halten, deswegen attackiere ich jetzt auch schon früher. Halbe Minute Rückstand für Eddy. Dahinter ist Geschke. Wichtig war der Ohr-Kategorie-Berg, wo wir uns Punkte geholt haben. So, roter Balken ist weggefahren. Ich nehme mal ein bisschen rotes Gel. Nur um jetzt hier noch schnell über die Kuppe zu kommen. Und dann ballern wir gleich hier in die Abfahrt rein. Nero trinkt gerade noch ein bisschen. Ja, da vorne ist so ein Geschlängel. Kann man ja mal machen. Kann man auch lassen. Okay, da müssen wir ein bisschen. Ah, shitte. Das war alles andere als gut. Na gut, hier ist auch Aerodynamik nicht mehr ganz so passend. Sieht aber auch schwer, wo es lang geht. Am besten, man fährt im Auto hinterher. Das macht am meisten Sinn. Das war auch suboptimal. Ich fahre gerade nicht besonders gut ab. So, die Kurve war mal besser. Auch da hätte ich allerdings mehr rausbeschleunigen müssen. Ruckeln ist besonders gut. So, und jetzt geht's hier in den Schlussanstieg rein. Was machen wir jetzt? Am besten den hier. Ballern hier jetzt mal durch. Hinten die Gruppe Eddy Merckx, wo auch Geschke noch dabei ist. Wir schauen mal ganz kurz zu Geschke. Nur um zu schauen, wie es ihm so geht. Ja. Da wird er nicht mehr lange mithalten können. Dahinter sind aber auch nicht mehr so viele Fahrer. Auch fürs grüne Trikot sollte das eigentlich noch ganz gut passen. Dann haben wir hier wieder die Steuerung rein und versuchen vor Eddy Merckx hier hochzukommen. Das sollte eigentlich sogar hinhauen. Oben wird es ein bisschen flacher. Ein bisschen schneller durch. Halbe Minute nach wie vor. Wir sind immer noch im steilen Bereich. Aber das ist jetzt, sind jetzt eben die letzten Meter nach Alpe d'Huez nach oben. Nehmen mal rotes Gel. 32 Sekunden haben wir sogar ein bisschen was gut gemacht. Geschke jetzt in der Gruppe Soler hinten mit drin. 33 Sekunden auf Eddy. Sieht sehr, sehr gut aus mit dem Etappensieg für Jon Izagirre. Dann haben wir echt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, haben wir nochmal die Steuerung rein. Müsste sich eigentlich ganz gut ausgehen. 31 Sekunden auf Eddy Merckx. Armstrong 1 Minute dahinter. Jetzt ist Kemna in der Gruppe Ulrich. So, das sieht gut aus. Wir ballern nochmal, versuchen alles und holen uns den Etappensieg mit Jon Izagirre. Mega gut. Dann gehen wir aber jetzt nochmal zu. Hallo, ich will zu Geschke. Der ist nämlich gerade in der Gruppe Ulle mit drin. Da sehen wir Bernard Hinault, Thijs Benoot, Marc Soler. Letzter Kilometer. Ulle ein bisschen abgehängt. Wir holen hier wahrscheinlich keine Punkte mehr. Nee, definitiv nope.
Da sind wir nicht mehr stark genug. So, das wird aber ein ordentlicher Platz. So irgendwo 12. 13. sind wir, glaube ich, noch geworden. Rückstand in der Gesamtwertung sollte schon auch passen. Da wird uns jeder in die Ausreißergruppe gehen lassen. Aber super geile Etappe. Hat Spaß gemacht. Ordentlich Punkte gesammelt. Mit Geschke. Und vor allem dann auch die Etappe mit Jon Isagirre noch gewonnen. Also da kann man nicht meckern. Freut sich auch Jon Isagirre. Sehr geil. Lustiges Foto. Jetzt unabhängig von seinem spanischen Zeitfahrhütchen. Wusste gar nicht, dass er spanischer Zeitfahrmeister mal war. Oder dass er generell so ein guter Zeitfahrer ist. I didn't know. Ist aber okay. Sei ihm ja gegönnt. Genauso wie ihm der Etappensieg gegönnt ist. So, da sehen wir nochmal ganz kurz ganz nach vorne. Etappensieg für Jon Isagirre. Da geht er nochmal aus dem Sattel. Die Fans sind heute zu Hause geblieben. Ist ja auch nur Tour de France, ne? Wen juckt's? Braucht man nicht. Und hier kommt Eddy Merckx. Lance Armstrong kommt. Alle jetzt erstmal so einzeln. Dann Fausto Coppi. Ben O'Connor müsste das sein. Hier haben wir noch Schachmann. Und dann kommen hier Bernard Hinault und eben auch Geschke. Ulle verliert ordentlich Zeit heute. Die letzte Kurve. Mitten aus der Hölle. Aber ist okay. Ist okay. Alles gefixt. Gar kein Problem. Wir freuen uns. Er lief wieder mega gut. Also bislang können wir nicht meckern, aber ich möchte immer wieder erwähnen, eine Bergetappe, bei der wir eine schlechte Tagesform haben, mit 3 Ohr-Kategorie-Bergen und man kann 60 Punkte, 80 Punkte sogar verlieren. Jetzt heute hat es gut funktioniert, 11. Platz im Ziel, Bergwertung 23 Punkte, Jon Isagirre holt sich nochmal mehr, logischerweise. Hat sich ja den Ohr-Kategorie-Berg dann unterwegs auch noch geholt. Gesamtwertung Merckx mit 2,28 vor Gino Bartali und Lance Armstrong. Dann Ulle schon mit 3 Minuten Rückstand. Das ist schon ein bisschen zu viel. Fausto Coppi, Bernard Hinault, Jacques Anquetil. Dahinter in der Bergwertung 96 Punkte. Mit Jon Isagirre haben wir einen guten zweiten Mann, der sich zwischendrin auch immer ein paar Punkte ergaunern kann. Wenn Geschke ausfällt, dann ist es gut, immer noch einen zweiten Fahrer mit dabei zu haben, wie wir es gerade gesehen haben. Punktewertung 126 Punkte. Eddy Merckx kommt da ein bisschen näher, aber sieht immer noch gut aus. Nachwuchsfahrerwertung. Gino Bartali vorne, Dream Team und Cofidis geht natürlich dank der Ausreißergruppe auf Platz 2 in der Teamwertung. Geschke mit 554 Kilometern. Ich glaube, viel länger war die Tour de France bislang auch noch gar nicht. In der Kampfgeistwertung vorne. Die nächste Etappe nur 66 Kilometer lang. Aber da geht es natürlich dann wieder richtig zur Sache. Ich mache jetzt trotzdem mal ein Päuschen. Jetzt habe ich 5 Etappen, wahrscheinlich 4 oder 5 Folgen, weil eine Etappe ja immer ein bisschen länger geht. Man sieht schon, ich habe nicht, ich glaube, gibt es überhaupt eine 200 Kilometer Etappe? Nee. Ich habe mir immer die etwas kürzeren Etappen rausgenommen, weil die sind einfach cooler und knackiger. Also 66 Kilometer ist natürlich sehr kurz von Bagnères de Luchon nach Saint-Lary-Soulan. Das wird mega gut. Über den Col du Porté geht es dort. Und dann wird die Gesamtwertung wieder durcheinander gewürfelt, wie es hier auch steht. Und vor allem, wir holen wieder Punkte mit Simon Geschke. Also, Dankeschön fürs Schauen und dann bis zum nächsten Mal.